Paul Nipkow erfindet einen mechanischen Bildzerleger. 1897. Ferdinand Braun, Mitbegründer von Telefunken, gibt die Kathodenstrahlröhre als Lichtpunktschreiber an. 1906. Robert von Lieben erfindet die Verstärkerröhre mit Glühkathode. Telefunken baut den ersten Heimfernseher mit luftleerer Braunscher Röhre. Und 1934 wird der erste Fernsehsender für Bild und Ton. Fernsehbetrieb kann beginnen. Beobachten Sie diesen Schuljungen beim Lesen seiner Schieferkarte. Seine Augen gehen von links nach rechts und eine Zeile tiefer, wieder von links nach rechts. So tastet also unser Auge Buchstaben für Buchstaben und Zeile für Zeile ab. Setzen wir aber anstelle unseres Auges eine Lichtquelle. So schreibt sie eine Reihe Zeilen, die Zeilen für das Fernsehbild. Ändert nun dieser Lichtstrahl während des Zeilenschreibens seine Helligkeit, so kann man mit seiner Hilfe ein Bild zusammensetzen, wie dieses Haus. Ein Fernsehbild ist ähnlich zusammengesetzt wie diese gedruckte Karte. Auch hierbei sind die Punkte so klein, dass man sie einzeln nicht mehr erkennt. Beim Fernsehen können die Bildpunkte, es sind viele Tausende, nicht gleichzeitig, sondern nur nacheinander übertragen werden. Punkt für Punkt und Zeile für Zeile. Das Bild wird dabei so schnell abgetappt, dass unserem Auge der Eindruck eines Gesamtbildes entsteht. Zur Führung des Lichtstrahls über das Bild benutzte man anfänglich die Nipkow-Scheibe. Dabei fällt das Licht durch die am Rand befindlichen feinen Löcher, die in einer Spirallinie angebracht sind. Um die einzelnen Bildpunkte drahtlos übertragen zu können, müssen die erzeugten Lichtschwankungen in elektrische Stromschwankungen, die Bildimpulse, umgewandelt werden. Diese Arbeit übernimmt die Fotozelle, die umgekehrt wird wie eine Glühlampe. Die Bildimpulse werden vom Fernsehsender ausgestrahlt, gelangen zum Empfänger und setzen dort wieder das Bild zusammen. Damit beim Empfänger auch das ursprüngliche Bild zustande kommt, müssen der Lichtstrahl, der beim Sender zerlegt und der, der beim Empfänger zusammensetzt, absolut gleichzeitig arbeiten. Der Techniker sagt, sie müssen synchron sein, wie zum Beispiel dieser Doppelscheibenwischer. Nachdem die Fernsehübertragung feststehender Bilder gelöst war, ging die Technik dazu über, Bewegungen zu übertragen, zunächst unter Anwendung des Films. Auch hier führt die Nipkow-Scheibe den Lichtstrahl über das Bild. Zur Abtastung eines Bildes hat der Strahl nur die Zeit von 1/25 Sekunde. So einfach wie das hier dargestellt war, so umfangreich war die Einrichtung dazu. Beim Paul-Nipkow-Projektor wird der Film von der Filmtrommel oben durch das Laufwerk nach der Trommel unten geführt. Das projizierte Filmbild wird aber nicht auf eine Leinwand, sondern durch die rotierende Nipkow-Scheibe auf die Fotozelle geworfen. Wie das Bild, so wird auch die Tonaufzeichnung mit Hilfe des Lichttongerätes vom Film abgenommen und in elektrische Schwankungen umgewandelt. Der wissenschaftliche Ehrgeiz ließ aber den Techniker nicht ruhen. Man stellte sich als nächste Aufgabe die Übertragung einzelner Personen. Dazu benutzte man die Abtastkabine, in die die Person gesetzt, die nun genau wie ein Einzelbild abgetastet wurde. 40.000 Bildpunkte, 180 Zeilen, das ist das Bildzerlegungssystem, das zurzeit hauptsächlich angewandt wird. Zur Sendung größerer Zeilen bzw. Bildpunktzahlen benötigt man leider ein sehr breites Wellenband. Aus diesem Grunde kann man nur die Ultrakurzwellen, also die Wellen von 1 bis 10 Meter, zum Fernsehen benutzen. Ihre Reichweite jedoch ist nur beschränkt.
Und nun noch einen Blick in einen Fernsehsender. Die elektrische Energie zum Betrieb der Sender und Verstärker wird im Starkstromnetz entnommen. Der Wechselstrom wird zuerst über Siebmittel geführt, gereinigt und durch Gleichrichterröhren in Gleichstrom für den Sender umgewandelt. Die Heizung der Röhren geschieht meistenteils mit Wechselstrom. Da die Senderöhren erhebliche Wärme entwickeln, muss zum Teil mit Luft und zum Teil mit Wasser gekühlt werden. Gebläse sorgen für Frischluftzufuhr. Das Kühlwasser für die großen Senderöhren wird einer Kühleinrichtung mit großem Ventilator zugeführt und aufs Neue gekühlt. Weitere Geräte dienen der Verstärkung und der Überwachung der Sendung. Von den Hauptsenderöhren wird die Energie getrennt für Bild und Ton je einer der Fernsehantennen zugeführt. Von da gelangt die Sendung auf unsere Empfangsantenne und zu unserem Heimfernseher. Die dünn gezeichnete Tonwelle geht über den Tonteil des Empfängers zum Lautsprecher, wie bei unserem Rundfunkgerät zu Hause. Die breite Bildwelle über den Bildempfänger zur braunschen Röhre. Und wie kommt dort das Bild wieder zustande? Von der Kathode des braunschen Rohrs geht der Kathodenstrahl aus, der das Bild auf den Bildschirm zaubert. Senderimpulse steuern das Hell-Dunkel-Männchen. Und andere Männerchen erhalten vom Sender den Befehl, den Kathodenstrahl zeilenförmig zu führen. Und wenn eine Zeile zu Ende geschrieben ist, kommt die nächste dran. Wenn alle Männerchen zusammen pünktlich die erhaltenen Befehle ausführen und der Strahl mit rasender Geschwindigkeit arbeitet, so entsteht auf dem Bildschirm das ursprüngliche Bild. Die Geschwindigkeit des Kathodenstrahls ist doch fantastisch. An die 360 noch eine Null daran. Das ist die Geschwindigkeit des Kathodenstrahls pro Sekunde. Und nun kommt der geniale Einfall. Die Idee des braunschen Rohres, des rasenden Kathodenstrahls umzukehren und auf der Sendeseite als Fernsehauge zu benutzen. Beim Ikonoskop, der Bildfangröhre, wird dieser Gedanke verwirklicht. Wie beim Fotoapparat wird durch die Linsen ein Bild auf die Platte geworfen. Der rasend gesteuerte Kathodenstrahl tastet sich dort das gesehene Bild ab und führt es in Form von elektrischen Ladungen dem Verstärker zu und von da geht's zum Sender. Die Bildfangröhre wird in die Kamera eingesetzt und 100 Millionen elektrischer Augen sehen dich an. Zum ersten Mal Anwendung des direkten Fernsehens in der Öffentlichkeit. Die von dem Bildfänger aufgefangenen Bildimpulse werden einem Verstärker zugeführt, der unterhalb der Kampfbahn eingebaut ist. Und da ging es über Kabel zum Fernsehsender Berlin. Berliner Fernsehstuben konnte man ohne Zwischenschaltung von Film die Olympiade miterleben. Gleichzeitig gelang es, den Empfang der Fernsehsendung im Projektionsgroßbild einer größeren Zahl von Menschen zugänglich zu machen.
Die Olympiade ist zu Ende. Die Rundfunkausstellung 1936 beginnt. Zur Verfeinerung des Fernsehbildes geht Telefunken zur Zerlegung in 3. Die Bildfangkamera für das neue System, 375 Zeilen, Zeilensprung, steht bereit. Noch ein paar Jahre und wir können es zu Hause erleben, als ob wir dabei wären. Auch Bühnendarbietungen können jetzt schon ferngesehen werden. Die Telefunken-Fernsehbühne war die große Überraschung der Rundfunkausstellung 1936. Drahtlos, wir hörten drahtlos, aber jetzt können wir auch drahtlos sehen. Fernsehen, die modernste Technik unserer Zeit. Das Wunder des schreibenden Lichts.